Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 5 Dinge, die du in Minecraft Bedrock bauen kannst. Nicht in der Java-Version. Man kann natürlich was Ähnliches in der Java machen, aber nicht exakt so nachbauen. Und diese 5 Dinge sind eine große Fackel, eine Heugabel, ein Tisch mit richtig geilen Stühlen, ein Amboss mit Goldbarren drauf und das weltkleinste Zeltlager. Wie man das Ganze baut, das zeige ich dir jetzt. Aber vorher kannst du für das Babyschweinchen ja ein Like dalassen und den Kanal kostenlos abonnieren, falls dir das Video gefällt und du kein weiteres Daily Minecraft Video verpassen magst. Die große Fackel ist super einfach zu bauen. Dafür brauchen wir einfach nur so einen, ein Quadrat machen, ne, mit Treppen. Und in die Mitte, da machen wir jetzt Rüstungsständer rein. Aber wir machen das jetzt ein bisschen so, dass wir einmal einen temporären Block nehmen, dann machen wir so, 1, 2, 3, die zwei wieder weg. Und dann nochmal 1, 2, 3, wieder zwei weg. 1, 2, 3, wieder zwei weg. 1, 2, 3, wieder zwei weg. Und wir müssen mal gucken, wie oft. Wir brauchen nämlich einmal so gedreht, einmal so gedreht, einmal so. So. Okay, wir brauchen noch mehr. Also, so dass wir einmal jede Schräge haben, ne? Einmal jede Front, einmal immer gedreht. Und jetzt nehmen wir ein Namensschild, was Dinnerbone heißt. Dann können wir nämlich die umdrehen. Und das geht leider in der Java-Version nicht. Ich finde es echt schade. Wir drehen die einfach alle um. Dann halten wir Shift gedrückt. Wenn ihr fliegt, dann müsst ihr die Leertaste, also nach oben und nach unten gleichzeitig gedrückt halten. Dann bleibt ihr so in der Luft stehen. Und dann können wir einfach rechts klicken, bis wir die Position haben, wo die so ein Bein nach außen strecken. Und das machen wir einfach mit jedem Rüstungsständer. Und jetzt machen wir die Blöcke wieder alle weg. So, so. So, 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 so und so. Und jetzt fallen die alle nach unten. Und jetzt haben wir hier so eine schöne Sternenform. Und irgendwie so die Rüstungsständerkopf über da drinnen. Dann nehmen wir uns eine Treppe, machen die hier so drüber. Brauchen einen Kolben und einen Redstone-Block. Und schieben das Ganze einfach nach unten rein. So, noch eine Runde. Und so. Jetzt vorsichtig den Redstone-Block wegmachen. Und darauf können wir ein Lagerfeuer bauen. Aber machen wir einfach so und so. Und schon haben wir unsere coole Fackel. Nummer 2 ist ja die Mistgabel, ne? Und dafür machen wir einfach so Heu. Zack. Hier rein stellen wir einen Rüstungsständer. Diesmal brauchen wir nicht den Dinnerbone, aber wir müssen einmal Shift gedrückt halten und rechts klicken, damit alle vier, also die Arme und der Körper alles gerade nach unten zeigt. Dann machen wir da erstmal noch einen Heuballen rein. So, wie wir das eben natürlich auch gemacht haben, ne? Einfach reinschieben mit einem Kolben. Man kann das ja immer recht gut in Rüstungsständer reinschieben. Und nochmal. So. Schon haben wir das Ganze so. Und jetzt können wir noch hingehen, nehmen noch Zaun, machen Schubs und nochmal Zaun. Schon haben wir hier so ein Luftloch. Das könnte jetzt natürlich auch als Mistgabel durchgehen, aber ich finde es irgendwie nicht so schön, dass da so ein Luftloch ist. Deswegen schieben wir es einfach gleich nochmal. Dann schaut es so aus. Das ist ganz okay, meiner Meinung nach. Jetzt gehen wir hier runter und zwar 2 Blöcke. Ja, 2, nicht 1. Wenn wir hier den gleich wegmachen, dann fällt unser Rüstungsständer runter. Also so, auf der Höhe des Heus 2 Stück. Dann machen wir da einen Huhn mit einer Leine und gehen gleich hoch und machen das hier fest. Dann rennt das Huhn nämlich wieder da rein. Also, ja, Huhn, ich weiß, das ist ein bisschen blöd für dich jetzt, ne? Aber wir können den da wegmachen und das Huhn da, nein, Huhn geht da drunter. Super einfach, aber super effektiv, gerade so auf einer Farm, weil wenn man hier rumhängt, hört man auch Hühner gackern. Man hat also noch Soundambiente. Nummer 3 ist der Esstisch oder der kleine Tisch mit den richtig coolen Stühlen. Das ist super einfach und wie hoch die Stühle sind, das kann man selber entscheiden. Es ist aber wieder Rüstungsständer mit Dinnerbone. Wir machen erstmal so, stellen die hier rein, machen Dinnerbone drauf und dann sind die so. Das heißt, einen Block wegmachen reicht schon mal nicht aus. Einen zweiten Block wegmachen wäre zu viel. Also brauchen wir noch irgendwas, um das höher zu halten. Man kann eine Falltür nehmen, wenn man niedrige Stühle haben möchte. Man kann eine Stufe nehmen, wenn man etwas höhere Stühle haben möchte. Wir probieren einfach mal hier das aus und hier probieren wir das aus. So, ganz einfach, ne? Und dann stellen wir hier die Rüstungsständer einfach rein. So. Und hier. Oh, wir müssen noch einen tiefer. Falltüren. So. Einmal Dinnerbonen. Dinnerbonen. Dann sehen wir schon, die Stuhlhöhe ist unterschiedlich. Das haben wir jetzt nur, damit ihr sehen könnt, was euch besser gefällt. Ne? Und dann können wir natürlich wieder hingehen. Gras reinschieben.
Und dann kommt in die Mitte noch ganz einfach so zweimal Zaun und ein Teppich drauf oder so. Und schon haben wir hier ein ganz einfaches Tisch-Setup. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was ihr halt schöner findet. Ob diese Höhe oder je nachdem, was ihr wollt. Aber super einfach. Und damit wir so einen Stamm hinbekommen, müssen wir einfach hingehen und machen jetzt zwei Rüstungsständer. Also, so wie wir es eben auch hatten, wieder so. Rüstungsständer 1 so rum, Rüstungsständer 2 so rum. Dann nehmen wir unser Namensschild, machen einmal Shift-Rechtsklick und da auch. Und schon haben wir so einen dicken Stamm. Das ist super einfach. Ne, hier oben das Stück, das ist das, was hier rausguckt. Ganz easy. Am spannendsten ist wohl die Nummer 4, der Amboss mit den Goldbarren drauf. Das ist aber gar nicht mal so schwer, wenn man mal so ein bisschen rumprobiert, wie man Rüstungsständer richtig anordnet. Und dafür gehen wir hin, nehmen einen Rüstungsständer und stellen den so, dass er uns anguckt. Dann machen wir eine Mauer davor und da schieben wir den gegen. Einmal gegen die Mauer. Dann hat er sich jetzt im Prinzip einen halben Block bewegt. Der ist genau auf der Mitte zweier Blöcke. Erst den Kolben wegmachen, dann den Redstone-Block. Jetzt gehen wir da drüber und machen genau hier auf dem Block, wo wir eben den auch gebaut haben, ne? Machen wir dann so einen ganzen Block, wieder so, und schieben den da rein. Der ist dann nicht einen halben Block gewandert, also der ist nicht genau auf der Mitte zweier Blöcke, sondern der ist im Prinzip nur ein Viertelblock gewandert. Und dann machen wir da drüber wieder einen, den wir einfach so normal stehen lassen. Dann haben wir jetzt in der Mitte von einem Block auf einem Viertelblock und genau einen halben Block. Ne? Die kriegen jetzt alle Goldblöcke, ihr könnt auch Diamant nehmen. Und dann müssen wir wieder die Position ändern, bis die so nach außen gehen mit dem Fuß hoch. Das Ganze dann dreimal. Alles entfernen. Und jetzt stehen hier so drei Goldblöcke. Das ist schon mal sehr cool. Dann machen wir hier den Amboss. Und ihr seht schon, die drei Goldblöcke sind über dem Amboss. Einmal unter den netten Herren hier die Blöcke entfernen. So. Und jetzt müssen wir die nach vorne schieben. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass ihr aus Versehen die Position ändert. Dann könnt ihr die ja wieder durchrotieren. Aber es ist halt ein bisschen nervig, ne? So. Jetzt haben wir drei Goldbarren im Amboss. Relativ einfach, ne? War kein großer Aufwand. So. Und dann bin ich halt hingegangen und habe hier einen Schmiedetisch hingestellt oder habe eine Stufe genommen, habe Falltüren genommen. So ganz, ganz einfach. So, 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 so. Hier habe ich dann eine Falltür reingeschoben. Also habe ich hier einen temporären Block hingestellt, die Falltür an die obere Seite gemacht. Und dann mit Kolben nach unten geschoben, damit wir die Rüstungsständer bestmöglichst abgedeckt bekommen. Also so. Hierneben habe ich dann eine Treppe gemacht, die auch nicht einfach so reingeht. Die muss auch reingeschoben werden, weil halt ein bisschen Rüstungsständer am Weg ist. Aber ist ja nicht so schlimm. Also zack. Jetzt ist die auch da. Oh, wir hätten vielleicht einen Boden drunter machen sollen. Das wäre schlau gewesen. So, und so. Jetzt haben wir die auch da drin. Hier noch so. Und schon haben wir hier so eine wunderbare kleine, das können wir noch wegmachen, so eine kleine Arbeitsecke, wo dann hier vielleicht noch ein Rahmen mit einem Schwert hin kann, so wie wir es hier auch haben. Super einfach, aber vom Effekt her mega cool. Kommen wir zu Nummer 5 und meinem persönlichen Favoriten, das Miniaturzeltlager am See. Ja, also ich finde das wirklich mega cool. Das ist auch wieder super einfach. Wir brauchen Rüstungsständer immer auf derselben Stelle und wir brauchen 6 Stück, also 1, dann haben wir hier 2, 3, die dann wieder so gedreht, so gedreht, so gedreht, so gedreht und so. Wir können eigentlich noch einen 7. nehmen, das müsste eigentlich auch noch gehen, der dann noch so, ich muss gerade gucken, so gedreht ist. Ja, mehr aber nicht. Das war's schon. Dann nehmen wir uns einfach 7 Farben unserer Wahl. Ich nehme jetzt Wolle, weil es sollen Zelte sein und das Ganze sieht halt stofflich aus. Verteilen die ganzen Farben einfach und dann fangen wir wieder an, die Position zu ändern. Und zwar so zum Beispiel, das müsste schon reichen. Oder halt diese Position, die wir eben auch hatten, weil die ein bisschen höher ist. Also die geht noch ein bisschen höher und da hauen wir halt einfach bei jedem die Position jetzt mal rein. Jetzt lassen wir die alle nach unten fallen. Damit die schön wieder ineinander fallen. So. Wunderbar.
Aber bevor wir die jetzt in die Erde fallen lassen, gehen wir einmal unter unsere feinen Rüstungsständer hier, also auf zweiten Block drunter. So. Und da kommt jetzt noch ein Teppich hin. Weil die stehen auf dem Teppich und dann stehen die ein bisschen, also minimal höher. Und das gibt dann dieses kleine Holz hier. Und das ist dann so ein Lagerfeuer, was halt eben nicht an ist, ne? So, jetzt können wir schubs. Wunderbar. Und da muss dann jetzt wieder der Block rein. Also hier können wir sowieso einfach so zubauen. Das ist gar kein Problem. Hier muss ein Block rein. Aber es muss eine Treppe sein. Weil wenn wir einen soliden ganzen Block da rein tun, dann kommt da kein Licht mehr an die Rüstungsständer und die ganzen Häuschen werden halt dunkelgrau. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen nehmen wir einfach einen Sandsteinblock. So, also Treppe. Keinen soliden Block, eine Treppe. Weil die nämlich das Lichtlevel nicht unterbricht. Einmal und zweimal. So, ihr seht jetzt alles dunkel wegen dem Redstone-Block drauf. So nicht. Und schon haben wir im Prinzip unser Miniaturzeltlager mit einer Feuerstelle in der Mitte, die halt aus ist, ne? Dann können wir Sand nehmen, den können wir drumherum verteilen, das ist gar kein Problem. Wo habe ich Sand? Aber halt immer vorsichtig sein, so dass ihr hier nichts kaputt macht, ne? Weil wenn ihr Rüstungsständer treffen, die kaputt sind, ist es echt fummelig, die da wieder reinzukriegen. Und schon haben wir hier jetzt so eine Gruppe von Zelten und dann können wir natürlich wieder Sandsteintreppen nehmen, um zum Beispiel einen See zu imitieren, so wie ich das drüben auch gemacht habe. Also einfach hier, wir können ja so machen, so und so zum Beispiel für einen kleinen See. Gucken, ob wir das, na, zukriegen wir das so nicht, ne? Okay, dann vielleicht, ne, wir müssen eher in diese Richtung gehen, dass wir hier so einen kleinen See machen. Nehmen noch ein bisschen Sand, den wir hier noch so drumherum verteilen, damit das auch so ein bisschen größer wirkt oder wird. Ja, hier hatten wir ja die Löcher gemacht. So, dann haben wir hier einfach so einen schönen kleinen Sand- oder Strandbereich. Füllen hier einmal Wasser rein in die Treppen. Und schon haben wir da so einen kleinen See. Der sieht jetzt natürlich eher aus wie so ein Pool, weil das so künstlich quadratisch ist. Hier habe ich das so ein bisschen auseinandergezogen. Und dann können wir natürlich hingehen und können noch so ein bisschen Setzlinge verteilen, ein bisschen Wolle verteilen, Wolle sage ich schon, Blätter verteilen, damit das so aussieht, als wäre das hier vielleicht ein bisschen was Größeres. Und man kann auch hingehen und kann so das direkt hinter die Zelte setzen. Dann sieht das aus, als wäre da so ein riesen Baum an den Zelten. Oder hier zum Beispiel. Fände ich auch mega cool. Da sieht der Setzling einfach aus wie ein riesen Baum an den Zelten. Finde ich super. Und wer dann hier noch so ein bisschen, ich habe hier noch so ein bisschen Zaun gemacht, ne, so ein bisschen zerdepperten Zaun. Das sind alles Rüstungsständer, die halt einfach rausgucken. Das ist relativ einfach gemacht. Wir können das mal hier gerade als Beispiel machen, dass wir hier ein Zweierloch machen, wo wir eine Falltür reinmachen, weil dann stehen die ja wieder ein bisschen höher als bei dem Teppich, den wir eben hatten. Wir brauchen noch Rüstungsständer. Und dann machen wir einfach so, ne, stellen die da rein, gehen wieder hoch und hier oben machen wir das, wie wir es eben gelernt haben, ne, dass der einen halben Block sich bewegt. Was brauchen wir dafür? Genau, eine Mauer. Dann machen wir hier eine Mauer hin, stellen den so. Natürlich immer in dieselbe Richtung zeigend. Halben Block hat er sich bewegt. Dann können wir jetzt das Ganze nochmal einen höher machen. Also dann die Mauer dahin, Rüstungsständer dahin, Kolben hierhin, halben Block hat er sich bewegt. Und schon können wir das Ganze jetzt einfach hier zusammenfallen lassen. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, wir müssen da noch eine Falltür hinkriegen, der zählt leider zu dem Block. Also, da, puh, hat geklappt, Gott sei Dank. Da müssen wir die einmal alle ranschieben. So. Und jetzt erst wieder die Kolben entfernen. Und dann können wir da wieder Gras reinmachen. Und gleich halt hier Gras reinschieben. Und schon haben wir unseren, naja, ich sag's mal, Fake-Miniaturzaun, ne? Wir können die noch enger stellen. Dann wird das Ganze halt noch ein bisschen dichter. Aber ich finde, das ist so okay, weil das ist ja wirklich nur ein kleines optisches Gadget. Also, das ist ja wirklich jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist meine Welt, in der ich spiele. Und schon haben wir hier so vier kleine Zaunpinöpel und machen dann noch hier so ein bisschen Wald hin. Das kann man ja da reinmachen, ne? Der Wald, der aus Setzlingen besteht. Mega, mega cool. Das waren 5 Dinge, die du in der Minecraft Bedrock bauen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du es gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Von meiner Seite heißt es nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Mit, ja,
Eichensetzling.